Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video heute, natürlich ein bisschen GW2 entfernt, denn wir möchten heute das Gewinnspiel auslosen oder Gewinnspiel auflösen. Dazu habe ich mir hier so ein Gewinnspielausloser besorgt im Netz und ihr seht auch schon, ich habe oben vier Tabs aufgemacht, das heißt, ich möchte doch nicht nur den ersten belohnen. Ich habe mich nämlich sehr gefreut, dass so viele Kommentare geschrieben haben, werde auch im zweiten Teil des Videos auf die Fragen eingehen. Die positiven und negativen Anmerkungen, die werde ich erstmal außen vor lassen. Das ist nichts, was ich kommentieren muss. Das nehme ich mir ganz einfach so zu Herzen oder auch nicht. Also ich habe mir alles durchgelesen und es war auch alles sehr, sehr gut. Und ja, der erste Platz, wie gesagt, bekommt 800 Gems. Hier möchte ich auch nochmal euch bitten, dass ihr, wenn ihr ausgelost werdet, euch bei mir meldet, dass ich also auch sehe über den YouTube-Account, dass ihr das seid und dann reden wir darüber, wie ihr im Spiel heißt. Sonst kann sich ja jeder auch im Spiel bei mir melden und dann verschicke ich das an den Falschen. Deshalb also mir auf jeden Fall eine Nachricht schreiben, wenn ihr ausgelost wurdet. Ich werde da auch euch nochmal selbst eine Nachricht schreiben und wenn es da wirklich Probleme gibt in dem YouTube-Nachrichtensystem, dann schreibt es einfach in die Kommentare drunter unter dieses Video hier. Ja, und der zweite bis vierte Platz, der wird dann jeweils einen Halloween-Skin bekommen. Der zweite Platz, die Pistole, die Nachtschwinge. Der dritte Platz, das Nest, also den Nest-Skin. Und der vierte Platz bekommt den Kürbis-Skin, den Hammer-Skin. Und dann dürften auch alle zufrieden sein. Natürlich, wer jetzt nicht gewinnt, hat vielleicht auch bald wieder eine Chance. Wir haben ja das Gewinnspiel für 100 Abonnenten gemacht, sind jetzt gerade bei 165, 64. Es geht also auf das nächste Special zu, bei 200. Mal gucken, ob dann jemand anders gewinnen kann. Und ich würde einfach sagen, wir fangen direkt an. Das heißt, die Gewinner, die jetzt ausgelost werden, die melden sich bitte bei mir. Ich schreibe dann auch nochmal eine Nachricht, damit wir uns da auf jeden Fall austauschen können. Und wir fangen direkt an. Die 800 Gems gehen also an die Apokalyptico. Herzlichen Glückwunsch. 800 Gems gehen an dich. Wie gesagt, auch für dich nochmal. Wir werden dann darüber schreiben. Schreib mir einfach eine Nachricht hier bei YouTube. Dann reden wir dann über das Spiel in-game, über die Belohnung. Du suchst dir einfach die Gegenstände für 800 Gems aus. Und die werde ich dir dann als Geschenk zuschicken. Also die Apokalyptico als Sieger für den Hauptgewinn. Jetzt schauen wir doch mal, wer den ersten Halloween-Skin gewinnt. Jetzt geht es um die Nachtschwinge, die Pistole. Und die Nachtschwinge gewinnt Mariné, vermutlich Junior. Mariné Junior oder Mariner Junior. Herzlichen Glückwunsch. Du bekommst den Nachtschwingen-Skin, den Pistolen-Skin. Der geht auch an dich. Also bitte auch bei mir melden. Ich melde mich auch bei dir. Und wir gehen weiter, jetzt geht es um den Nest-Skin, ich glaube, das war der Zepter-Skin und der geht an Natriumux. Natriumux, keine Ahnung, wie auch immer, wie du ausgesprochen wirst. Herzlichen Glückwunsch, du bekommst den Zepter-Skin, den Nest-Skin und die letzte Belohnung geht jetzt, also der letzte Skin, der Hammer-Skin, der Körper-Skin geht dann an Redbite Drago. Herzlichen Glückwunsch, auch du bekommst also was. Für den ganzen Rest, der jetzt nicht gewonnen hat, tut mir leid, aber ihr kanntet ja die Gefahr und es war auf jeden Fall schön, dass ihr mitgemacht habt. Beim nächsten Mal habt ihr vielleicht mehr Glück. Müssen wir mal schauen, ich werde es vielleicht auch so machen, dass immer die beim letzten Gewinnspiel gewonnen haben, beim nächsten vielleicht nichts gewinnen dürfen. Ah, ist eigentlich auch unfair. Ihr hattet einfach jetzt mal Pech gehabt, ist ja auch kein Problem. An die Gewinner herzlichen Glückwunsch. Wir gehen nochmal ganz kurz durch. Hauptgewinn an die Apokalyptico, der Pistolenskin an Mariné Junior, der Nestskin an, ja, ihr wisst schon wen, und der Körperskin geht an Red by Trago. Ihr vier schreibt mir bitte eine Nachricht über YouTube, damit ich eure Ingame-Namen erfahre und dann tauschen wir da die Skins aus. Ja, wer jetzt nicht an den Antworten auf die Fragen von euch interessiert ist, der kann jetzt das Video ausmachen und er muss nicht weiter schauen. Bei denen verabschiede ich mich schon mal. Für den ganzen Rest geht es nach dem Szenenübergang weiter. Viel Spaß. So, meine Lieben, dann schauen wir uns mal die Fragen an, die ihr gestellt habt. Ich beantworte natürlich alle relativ kurz und knapp, sodass jeder auch drankommen kann bei meinem begrenzten Zeitplan, den ich habe. Und wir fangen einfach an mit, wie alt bin ich? Ich bin 24 Jahre alt und vielleicht auch nochmal eine Zusatzinfo. Habe zurzeit auch noch die Zeit für die Videos ohne Probleme, da ich Student bin, aber auch sicher später mit meinem Job. Das dürfte kein Problem sein, da meine Videos zu machen. Ja, wie lange spielst du deinen Dieb und wie lange bist du dabei bei Guild Wars 2? Das ist eigentlich einfach zu beantworten. Ich war praktisch pre-Headstart, das heißt, ich hatte diesen Vorlauf, ich glaube, das waren damals, waren es 3 Tage oder 2. Auf jeden Fall seit Release, jetzt kann ich es ja eigentlich auch verraten, ich war also auch schon in der Beta dabei davor, das war also auch schon, das war auch schon Teil meiner GW2-Erfahrung und ich bin auch ein GW1-Spieler, ich habe
GW1 gespielt für so 2 bis 3 Jahre. War eigentlich auch ganz cool. Ich bin aber nie so damit warm. Also ich hatte eigentlich nie so diesen Kontakt dann auch zu MMOs in der Zeit, weil eben wirklich Guild Wars 1 eigentlich nie so das Mega-MMO war, weil man ja immer instanzierte Bereiche hatte. Und GW2 ist sozusagen das erste, was ich so aktiv spiele, dass ich dazu auch Videos machen kann. Ja, habe ich Projekte schon länger geplant, die ich nicht veröffentlicht habe? Ich hatte mal eins geplant, und zwar wollte ich eigentlich mal die GW1-Story komplett, also Living Story 1 und 2 komplett vertont vorlesen, also eine Geschichte dazu schreiben. Leider ist das nichts geworden, weil ich eben gerade in den Examensvorbereitungen war, in den Staatsexamensprüfungen. Dementsprechend ist das auf Eis gelegt, und ich glaube auch, gerade mit dem ganzen neuen Content, den wir jetzt so haben, wird es erstmal auch nicht mehr kommen. Vielleicht mache ich das irgendwann nochmal, wenn ich dann die Ambition habe. Da muss man mal schauen. Wie kommt es zum Profilbild? Ja, das Profilbild hängt eigentlich auch ganz gut damit zusammen mit dem, was ist das für ein Laut, der immer gespielt wird zwischen den Szenenüberschnitten und am Anfang und am Ende des Videos. Das ist schlichtweg ein Combine. Ihr kennt das vielleicht aus Half-Life. Nicht aus Half-Life, sondern Half-Life 1 und 2. Die Combine sind also einfach diese ja, Wachleute in City 17. Und warum habe ich das genommen? Das liegt zum einen daran, dass es einfach so ein, ja, so eine, ein Icon ist oder eine Figur ist, die man auf jeden Fall eigentlich kennt, wenn man im Gaming-Bereich lange und unterwegs ist. Und für mich ist Half-Life nach wie vor so die Spielereihe, die mich am ehesten dahingehend geprägt hat, dass Spiele für mich nicht nur ja, zocken ist, ohne Kopf anzuschalten, sondern wirklich einfach auch oftmals eine Geschichte erzählen können, qualitativ hochwertiger oder auf demselben Niveau wie ein Buch oder ein Film. Und da war Half-Life für mich immer so eine erwachsene Version der Videospiele und ist nach wie vor für mich einer der besten Titel aus dem Bereich auf jeden Fall. Gerade weil man Shooter und Story zusammengebracht hat, richtig cool. Ja, und den Laut, das machen wir einfach mal so zu einem kleinen Mysterium. Den werde ich nicht verraten, was der sagt. Ich würde aber hier auch nochmal gerne an euch appellieren, wenn ihr irgendjemanden kennt, der sowas wie ein Intro oder Übergänge machen kann, da Ideen hat für solche Übergänge. Ich bin da auf jeden Fall für alles offen, denn ich persönlich habe damit null Erfahrung, habe auch einfach nicht die Muße und Zeit, mich da reinzufuchsen in, weiß ich nicht, wie heißt das, Adobe Afterworks und so ein Kram. Das kann ich auch überhaupt nicht zurzeit, muss ich sagen. Deshalb war diese ikonische Figur des Combine mit dem Sound, den man immer kennt aus City 17, war für mich so eigentlich das Ding als Gamer, womit ich mich gerne auszeichnen würde. Und ich habe eben eigentlich, das habe ich jetzt gerade bei den letzten Thumbnails nicht so oft gemacht, eigentlich auch diese Goggle Eyes immer als, will ich so als so eine Art ja, Markenzeichen machen von meinen Videos, dass es eben immer überall dort, wo Gesichter sind, Augen sind, auch diese Goggle Eyes drauf sind. Aber ja, da muss ich mal schauen. Ich bin da, wie gesagt, noch am Anfang des Channels. Das ist ja auch relativ alles noch nicht in Sack und Tüten. Da kann man ja noch was machen. Ich bin auch, wie gesagt, für Vorschläge offen. Schreibt mir eine Nachricht, wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Und dann sehen wir weiter. Ja, dann die nächste Frage. Da will ich gleich eine Videoaussicht machen, was für Chars ich habe, was für Klassen etc. Da werde ich vermutlich nächste oder in 2 Wochen irgendwann auf jeden Fall jetzt in nächster Zeit mal so eine Art Accountgang machen. Ich zeige euch alle meine Charaktere, Skins, auf die ich stolz bin, Achievements, auf die ich stolz bin, Inventar, Bank etc. Das werde ich euch alles zeigen, werde die Hosen runterlassen, und dann könnt ihr mal sehen, dass ich nichts habe. Vielleicht erbarmt sich jemand und kauft mir endlich mal Sam den Gegenstand. Ja, auf was freue ich mich am meisten am Add-on? Auf die Frage wollte ich eigentlich direkt in den Kommentaren antworten, weil ja die Auswertung des Videos jetzt nach dem Add-on schon kommt oder erst kommt. Und was ich mich am meisten gefreut habe, muss ich ehrlich sagen, war eigentlich die Story und der Altrache und die Gilden-Features. Von beiden bin ich zurzeit noch nicht so begeistert. Das heißt, die Story habe ich ja durch, habe alles da gemacht. Das werden wir vermutlich auch zu so einem kleinen Let's Play machen. Da werden wir einfach mal durchspielen. Und die Story, wie gesagt, ja, war okay. Und die Gilden-Features, da bin ich einfach noch nicht ganz so durchgestiegen. Also die Gildenhalle, auch dazu werde ich Videos machen, wie ihr die aufwertet. Den Anfang haben wir zu meiner Gilde schon fast durch. Das ist kein Problem. Und ja, die beiden Features haben mich auf jeden Fall noch nicht so überzeugt. Aber was mich eben übelst überrascht hat, waren einfach die ganzen Karten und das Zusammenspiel von Karten und Masteries. Und ja, das war richtig geil und ist auch geil. Und da kann ich auf jeden Fall viel Potenzial sehen für die Zukunft. Ich werde auch vermutlich auch, ich habe da viele Ideen zurzeit innerhalb der nächsten Wochen mal so ein Video machen, wie ich mir vorstellen könnte,
welche Mastery-Wege wir in anderen Add-ons einschlagen könnten. Dann machen wir so ein kleines Spekulatius-Video und schauen uns das an. Ja, dann noch eine Frage: Kann man mit mir zocken? Natürlich, ich bin kein Mega-Fame-Spieler, der irgendwie keine Leute an sich ranlässt. Also, ihr habt meinen Ingame-Namen, Pogwizem mit der Zahl in meiner Kanalinfo stehen. Das steht da, glaube ich, da. Und mein Ingame-Name ist einfach mit meinem Hauptcharakter Pogwizem, da aber das V klein geschrieben. Da könnt ihr mich einfach mal anschreiben, wenn ich online bin. Das sollte kein Problem sein. Immer so abends probieren, da bin ich eigentlich immer da. Und die letzte Frage, auch zwei Fragen: Warum habe ich keine Facecam und ob ich streame? Zur ersten Frage, der Facecam, muss ich sagen, ich sehe da einfach zurzeit keinen Nutzen drin. Ich mache ja die Videos nicht, damit ihr mich sehen könnt, sondern es geht darum, dass ich die Informationen an euch weitergebe und dazu müsst ihr mich eigentlich nicht sehen. Ich finde auch eher, das lenkt ab. Gerade, okay, gut, es gibt diese Facecam-Reaction-Sachen bei Horrorspielen oder so. Aber auch da zum Beispiel habe ich bei Soma drauf verzichtet, weil das einfach, weil ich mich eigentlich nicht so krass erschrecke und es ist eigentlich auch nicht belustigend, wenn ich gelangweilt oder nicht gelangweilt, zwar gefesselt auf dem Bildschirm starre, aber nichts mache mit meiner Mimik. Dann müsst ihr mich auch nicht angucken. Und gerade bei den ganzen Guide-Videos zu GW2 geht es ja wirklich darum, dass ich diese Informationen aus dem Guide euch wiedergebe oder euch weitergebe und ihr mich dabei nicht unbedingt immer zu angucken müsst. Aber ich denke mal, das könnte in Zukunft irgendwann mal kommen, wenn ich mich dann auch, und jetzt kommt die zweite Frage, mit dem Stream angefreundet habe. Auch da bin ich nach wie vor aufgrund meines geringen Budgets bezüglich der Technik noch in den Kinderschuhen, weil ich nach wie vor damit hadere, das richtig einzustellen, ob ich Twitch nehme, ob ich Hitbox nehme, da muss ich mal schauen. Ja, und da ist sicher denkbar, dass ich da auch mal eine Facecam einrichte, aber auch da fehlt mir einfach eine Kamera dazu überhaupt, um das ordentlich zu machen. Deshalb, da muss man einfach mal schauen, was die Zukunft bringt. Ich bin auf jeden Fall nicht abgeneigt. Habe mir schon überlegt, ob ich mir vielleicht einfach so eine Combine-Maske kaufe, die überziehe, wenn ich streame mit Kamera. Das wäre vielleicht auch ganz cool. Muss man mal schauen. Ja, und das waren eigentlich alle Fragen, die ihr gestellt habt. Ich hoffe, ich habe keine vergessen. Wenn doch, dann schreibt das in die Kommentare. Und ja, dann sind wir am Ende von diesem Special-Auswertungsvideo. Ich bedanke mich für die Teilnahme auf jeden Fall nochmal. Es war richtig cool, dass so viele was geschrieben haben. Und ja, wir sehen uns in dem nächsten Video, vielleicht auch mal nicht GW2 bezogen. Bis dahin, tschüss.